Hallo und herzlich willkommen zur Beta von Star Wars Battlefront. Oder EA's Star Wars Battlefront. Irgendwie so. Ist beim Titel immer noch so ein bisschen schwierig rauszuerkennen. Aber egal. Aus Grund von Zeit und vielleicht auch Interessegründen, mal sehen, gibt's diesmal kein richtiges aufwendig produziertes, geskriptetes Video, sondern einfach nur so ein paar Impressionen aus der Beta, die ich jetzt letztens auch mal schön anspielen konnte. Als Star Wars Battlefront das erste Mal gezeigt wurde, war ich so ein bisschen noch auf verlorenem Posten gewesen. An sich sah das, was man gesehen hat, ganz gut aus, aber ich konnte mir nicht so wirklich vorstellen, wie das Ganze nachher umgesetzt ist und wie sich das anfühlt. Und daher war ich wirklich froh, dass es diese Beta-Phase quasi für alle gab, damit ich das Ganze wirklich mal aus erster Hand nochmal sehen konnte und eben für mich selbst entscheiden konnte, ob ich es mir überhaupt kaufen möchte, wenn es denn dann im November kommt's raus, ob ich es mir dann kaufen möchte oder nicht. Und als ich das Spiel dann das erste Mal angemacht habe in der Beta, ich gebe zu, ich bin anfangs ziemlich positiv überrascht worden. Man muss sich das mal ein bisschen so vorstellen, wenn man sich so eine Leiste anguckt, die eben einen roten Bereich hat und einen grünen Bereich. War ich vorher so im oberen roten bis unteren gelben Bereich, so was meine Erwartungshaltung vom Spiel anging oder was generell den Spaß, den ich mit dem Spiel hatte, anging. Und dann habe ich es halt gestartet und die ersten paar Runden, die ich gespielt habe, ist das Ding hochgeschossen in den grünen Bereich. Das liegt ganz einfach daran, dass dieses Spiel an sich das volle Star Wars Paket ist. Also es hat eine Top-Optik, es sieht richtig, richtig gut aus. Der Sound ist atemberaubend klasse. Das kann man sich wirklich, wenn man es nicht gespielt hat, was ein Glück die meisten von euch haben, kann man sich das gar nicht vorstellen, aber es klingt richtig gut, als wäre man mitten in einem der Filme drin. Teilweise sogar besser, weil die Technik einfach besser ist, als gerade bei der alten Trilogie von damals. Und es lief auch richtig butterweich. Also die Performance, absolut keine Probleme gehabt. Auch Leute mit mit schlechteren Grafikkarten in meinem Freundeskreis, irgendwie GTX 660 oder so, hatten wirklich keine Probleme damit, dieses Spiel zu spielen. Es war komplett gut spielbar und zumindest von der optischen und von der auditiven Präsentation echt beeindruckend. Deswegen ist dieser Meter, sage ich mal, auf dieser Leiste erstmal schön hochgeschossen in den grünen Bereich. Bis zum Anschlag. Aber so nach und nach kamen dann eben so Sachen auf, Probleme, die ich am Spiel erkannt habe, auch Sachen, die mich störten. Und jetzt mittlerweile, jetzt wo ich aufgehört habe, die Beta zu spielen, ist das Ding im soliden mittleren Bereich angekommen. Lasst mich erklären, warum das so ist. Erstmal so ein paar Sachen, die im Spiel generell drin sind. Es gibt ein Party- und Partnersystem, das ist relativ interessant. Man kann eben bis zu 8 Leute in eine Party einladen und mit denen zusammen dann ein Spiel suchen. Was es darüber hinaus aber auch noch gibt, ist das Partnersystem. Da kann man jemand einfach so oder eben jemanden in der Party dazu einladen, dass er der eigene Partner wird. Und das ist dann so ein bisschen das Buddy-Feature aus Medal of Honor Warfighter. Man kann eben beim Partner spawnen. Ob man auch irgendwie zusammen Punkte macht, ist mir jetzt so nicht aufgefallen, aber der Partner wird eben hervorgehoben gegenüber den anderen Spielern, die auf der Karte gerade rumlaufen, und man kann bei ihm spawnen. Was das generelle Schießen im Spiel angeht, eben mit diesen Blastern, die es in Star Wars gibt, das Schießen bockt. Also es gibt, wie gesagt, keinen Rückstoß, sondern nur so Spray. Das heißt, je länger man feuert, desto weiter entfernt können die Kugeln vom Fadenkreuz Mittelpunkt abweichen. Und es ist auch so, dass das Ganze aufgrund von Laserschüssen, ein bisschen seltsam, aber ja, ballistisch gemacht ist. Das heißt, man muss auch auf Entfernung ein bisschen vorauszielen, um die Gegner wirklich zu treffen. Und anstatt Iron Sights gibt es halt tatsächlich nur so einen Zoom, mit dem man dann ranzoomen kann. Das gab es damals in Battlefront 2 auch und ich finde es gut, dass sie es hier beibehalten haben. Und es fühlt sich einfach richtig gut an. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass die Gegner irgendwie wesentlich mehr Schaden fressen können als ich. Aber das Schießen ist halt diese Ballistikkomponente, die da mit reinkommt, ein bisschen anspruchsvoller. Und Kills zu machen ist halt echt spaßig in dem Spiel. Darüber hinaus gibt es dann noch ein Nachlade-Minispiel, das sie aus Gears of War übernommen haben. Dabei gibt es an sich gar kein Nachladen, nicht mal Munition. Es ist einfach so, dass diese Laserwaffe überhitzen kann. Und ihr könnt dann, wenn ihr komplett am Anschlag seid, halt im richtigen Moment R drücken für Nachladen, nur ihr ladet nicht nach und dann ist sie direkt abgekühlt. Wenn ihr das allerdings verkackt, braucht sie länger zum Abkühlen, ansonsten geht eben die normale Abkühlungsphase los. Und das ist es halt. Eine ganz nette Sache, an die man sich relativ schnell tatsächlich gewöhnen kann. Ich zumindest habe das geschafft. Was es dann auch noch gibt, Anpassung an die Klassen und so weiter, ist das Kartensystem, wo ihr dann Fähigkeiten bekommt, die sich immer in einem Cooldown befinden. Das kann zum Beispiel eine Granate sein, ein Snipergewehr sein oder auch das Jump Pack.
Und das sind nicht irgendwelche Sachen, die nur begrenzt möglich sind, sondern ihr könnt immer eine Granate werfen, immer mit der Sniper-Eimer schießen und immer das Jump Pack benutzen, wenn der Cooldown dafür abgelaufen ist. Ist ein relativ nettes System, kann aber gerade bei engen Gefechten dazu führen, dass Granaten gespammt werden ohne Ende. Und das ist dann immer so ein bisschen schwierig, gerade weil der Explosionsradius von Granaten ziemlich breit ist. Das bedeutet, ihr werdet wahrscheinlich auch oft durch Granaten getötet werden, zumindest bei dem Schaden und der Breite, die sie momentan anrichten. Zum Beispiel war es bei mir mal so, dass der Indikator, der mir zeigt, da liegt eine feindliche Granate, nicht die Reichweite hatte, die die Granate tatsächlich explodiert. Das heißt, ich war im Bereich drin, ohne es zu wissen, dann habe ich es gesehen und kam natürlich zu spät wieder raus und bin explodiert. Das sind so kleine Tweaks, die hoffentlich zur Vollversion noch gemacht werden. Aber ja, so funktioniert eben dieses Cooldown-System mit den Karten und Granaten sind ziemlich tödlich. Was es dann auch noch auf den Karten gibt, sind Power-Ups. Die könnt ihr finden. Ist noch ein bisschen schlecht gemacht, gerade auf Hoth, weil die so weiß-durchsichtig schimmern. Und Hoth ist eben auch weiß. Und man erkennt diese Power-Up-Badges, sag ich mal, auf dem weißen Untergrund des Schnees halt so gut wie nie. Aber auf der anderen Karte, die es gab, ich weiß allerdings nicht, auf welchem Planeten das war, da war das dann schon besser. Könnte man aber vielleicht nochmal dran arbeiten. Auf jeden Fall gibt es dann eben diese Power-Ups auf den Maps zu finden. Da sind dann so Gadgets drin. Gadgets können sein ein Infanteriegeschütz oder eine Implosionsgranate, die dann noch ein bisschen granatiger hohen Schaden austeilt als die normalen Granaten ohnehin. So ein Zeugs halt. Was es dann auch noch gibt, sind Fahrzeuge. Fahrzeuge spawnen also nicht traditionell wie irgendwie in Battlefield, sondern das sind auch eben diese Badges, die sammelt ihr ein und dann könnt ihr euch eben in einem Fahrzeug direkt spawnen lassen. Das kann AT-ST sein, ihr könnt auch im AT-AT eine begrenzte Zeit sein und ihr könnt auch fliegende Fahrzeuge wie eben Y-Wing, X-Wing oder irgendwelche Flieger vom Imperium bekommen, wie die, wie hieß das Ding noch? Dieses Raumschiff von Darth Vader und eben die TIE Fighter. Von Darth Vader habe ich das jetzt gerade vergessen, aber naja. Und was es eben auch gibt, neben Gadgets und Fahrzeugen, sind da noch die Jedi. Die sind natürlich wieder mit am Start. In der Beta jetzt nur Luke Skywalker und Darth Vader, die man dann eben auch damit für begrenzte Zeit spielen kann. Also die sind dann wirklich, einige Sachen davon sind auf dem Timer, andere Sachen haben HP. Und das ist da auch relativ gut gebalanced, finde ich. Die Fahrzeuge funktionieren dabei in Ordnung, machen einiges her, auch wenn es mir in Battlefield irgendwie von der Steuerung her besser gefallen hat, weil es in Battlefront aktuell noch ungewohnt klobig ist, so würde ich es beschreiben. Also es ist sehr ungewohnt, wenn ihr vorher mal Battlefront 2 gespielt habt, da steuerte sich das Ganze irgendwie noch ein bisschen besser. Ist zumindest mein Eindruck davon, ist aber gut genug gewesen für einen Beta-Status. Und bei Jedi muss ich sagen, ich hab's einmal geschafft, einen Jedi zu spielen, und zwar Darth Vader. Allerdings fand ich das nicht unbedingt gut. Das ist auch wieder so ein Steuerungsding. Erstmal war die Kamera da ziemlich mies platziert, in so einer seltsamen Third-Person-Perspektive, dass man den Charakter kaum richtig sehen konnte. Das war in Battlefront 2 wesentlich besser gelöst. Und die Steuerung war irgendwie sehr unresponsive, sage ich mal. Ich hatte das Gefühl, dass meine Befehle irgendwie total verschluckt wurden, teilweise nicht richtig ausgeführt wurden. Das Moveset erinnerte schon an Battlefront 2, aber es hat sich sehr viel anders gespielt. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es schlechter war. Ich würde einfach nur sagen, es ist ein bisschen wie mit den Fahrzeugen. Es ist ungewohnt zu dem, was man vorher kannte. Ob sich da noch so viel dran ändert, weiß ich nicht. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass die Kameraperspektive noch so ein bisschen in zentrale Third-Person-Gefilde transportiert wird, wie in Battlefront 2, nicht wie in Battlefield 2, ich wollte gerade Battlefield 2 sagen, Quatsch. Wie in Battlefront 2, weil es dort eben auf dieser Mos Eisley-Karte auch komplette Jedi-Gefechte gab und ich glaube, die würden sich mit der Kameraperspektive, die es aktuell gibt, nicht sehr gut steuern. Dazu muss man sagen, das Spiel hat einen FOV-Slider, das heißt, ich weiß nicht, inwieweit sich diese Perspektive noch durch das FOV beeinflussen lässt, allerdings möchte ich nicht unbedingt die ganze Zeit mit dem FOV von 110 im Shooter-Modus rumlaufen, nur damit ich, wenn ich zufällig mal für kurze Zeit Jedi spielen darf, dort auch das bessere FOV habe. Kann man sicherlich nachvollziehen. Das ist so generell die Spielinhalte, die in der Beta steckten. So vom groben Überblick her. Zusammengefasst fand ich die Matches, die man spielen konnte, aber noch
sehr chaotisch, also ein bisschen zu chaotisch. Vor allem die Spawns, die es eben gab, die waren nicht immer so ganz nachvollziehbar. Die Leute spawnen einfach überall und man wird oft von Seiten flankiert, die man eigentlich gerade gesäubert hatte oder gemeint gesäubert zu haben. Oder man selber spawnt einfach mal direkt vor Gegnern oder vor einem AT-AT, der einen dann instant zerschießt. Also das funktioniert irgendwie noch nicht so ganz, wie ich es mir wünschen würde. Generell muss man sagen, Battlefront, also das neue Star Wars Battlefront, setzt wirklich den Fokus darauf, dass man, auch wenn man verhältnismäßig viel aushält, verhältnismäßig zu anderen Shootern, sehr oft stirbt. Dafür respawnt man aber auch so gut wie sofort wieder. Und das führt dann eben zu diesen Situationen. Das Spawn-System kommt nicht so ganz hinterher, die Leute spawnen einfach kreuz und quer und das ist dann einfach an vielen Ecken nicht mehr so nachvollziehbar, wie es sein müsste. Dabei finde ich allerdings, dass die HP-Regeneration, die eben nach einiger Zeit einsetzt, die richtige Entscheidung war für das Spiel, weil das hält einfach das Spieltempo aufrecht und man muss nicht an Heilstationen, wie das in Battlefront 2 noch der Fall war, stehen bleiben. Ist bestimmt auch eine Änderung bezogen auf das Klassensystem. Da es kein Klassensystem mehr gibt wie in Battlefront 2, gibt es auch keine Leute, die irgendwie Health Packs oder so droppen können, wenn man seine HP regenerieren will. Darum hat man eben sich jetzt auf HP-Regeneration beschränkt und zumindest in der Beta hat das auch ziemlich gut funktioniert. Ansonsten werde ich vor allem in Erinnerung behalten bei diesem Playtest, dass es unglaublich viele Balancing-Probleme gab. Es gab zwei spielbare Modi und jeder Modus hatte eben eine Map. Also in Drop Zone gab es eine Karte, da habe ich wie gesagt momentan den Namen nicht, aber dies war ganz okay. Hatte ich jetzt nicht so das Problem mit, das waren auch nicht so viele Spieler. Ich glaube irgendwie 16 oder so. Allerdings wurde man eben sehr oft von hinten gekillt, weil die Leute einfach kreuz und quer auf dieser Karte spawnen. Da droppen nämlich immer diese Supply Pots, also Versorgungskapseln, und die soll man einnehmen und die spawnen zufällig auf der Karte. Und irgendwie hatte ich zumindest das Gefühl, dass sich das Spawn-System versucht, ein bisschen darauf anzupassen, wo gerade die Versorgungskapsel ist. Das hat aber irgendwie vorne und hinten nicht geklappt. Das zweite war dann der Walker-Assault-Modus auf Hoth und der ist absolut broken. Absolut imbalanced. Das Imperium rückt hier mit AT-ATs, AT-STs und diversem anderen schweren Geschütz an und gewinnt jede Runde. Ich habe es bisher einmal gehabt, dass die Rebellion gewonnen hat. Einmal in meiner gesamten Spielzeit. Es ist also nicht unmöglich, aber die Entwickler haben mittlerweile auf Twitter selbst zugegeben, dass es eigentlich noch ziemlich imbalanced ist. Das Ganze funktioniert wie folgt. Das Imperium greift eben mit AT-ATs an, die sich auf Schienen in Richtung der Stromgeneratoren oder irgendwelche Generatoren da, Schildgeneratoren können es auch sein, weiß ich nicht, bewegen. Und die Rebellion soll die AT-ATs daran hindern, diese Stromgeneratoren zu zerstören, während das Imperium die AT-ATs beschützen muss. Das funktioniert dann im Prinzip so, dass die Rebellion verschiedene Punkte auf der Karte hat, wo so eine Stationen sind, die quasi die Schilde der AT-ATs runter machen. Und sobald dann diese Sendestationen eine gewisse Zeit oben sind und gehalten wurden von der Rebellion, während das Imperium die eben abstellen kann, gehen die Schilde down und dann muss man eben auf die AT-ATs feuern. Das macht man am besten dann eben mit den gerade spawnenden Y-Wings oder X-Wings, die dann da eben drauf schießen können. Man muss eben diese Phasen ausnutzen, in denen der Schild unten ist, um denen mal ordentlich Schaden zu machen, weil man hat nicht allzu viel Zeit, um diesen massiven Haufen an HP, den so ein AT-AT hat, und davon sind es zwei in diesem Szenario, quasi zu zerstören, diesen HP-Balken. Das Problem an der Sache ist, ich habe das Gefühl, die meisten Spieler verstehen den Modus nicht. Es gibt vor jeder Runde auch so ein kleines Intro-Video, das dir quasi erklärt, je nachdem auf welcher Seite du spielst, was du tun musst. Lässt sich ein Glück immer überspringen, ist eine gute Sache. Aber immer dann, wenn diese Phase, ich habe das so ein bisschen beobachtet, immer dann, wenn diese Phase war, wo man die AT-ATs verwundbar gemacht hat, und irgendwie, ich weiß nicht, ob die Leute einfach zu schlecht fliegen können, aber es waren nicht viele Flieger unterwegs, die dann gerade auf diese großen Panzer des Imperiums gefeuert haben. Und Sache ist, eigentlich ist es, wenn man sich wirklich koordiniert und diese Phase ausnutzt, um denen ordentlich Schaden zu machen, eben möglich, dass man AT-AT zu Bruch geht. Ich habe das ja selber gesehen. Da war ich sogar auf der Seite vom Imperium und war geschockt, dass die Rebellion gerade meine schönen AT-ATs zerstört. Also, das kann mit ein bisschen Verständnis und Koordination durchaus funktionieren.
Problem ist nur eben, dass die Infanterie der Rebellion von den anderen Fahrzeugen und generell dem besseren Positionsvorteil des Imperiums gnadenlos vernichtet wird. Also es ist schwierig als quasi Rebellionssoldat länger zu überleben. Das ist auch der Grund, warum ihr im Gameplay im Hintergrund nur Imperiums-Gameplay seht, weil ich immer, wenn ich Rebellion gespielt habe, total zerfickt wurde, schön vom AT-ST heißen die Dinger. Immer schön vom AT-ST gespawnt, das war immer schön scheiße. Und zum anderen sind, glaube ich, einfach die Variablen nicht so gut, dass man eben äußerst langsam den AT-ATs Schaden macht und so weiter. Da könnte man sicherlich noch einiges tweaken. Im Moment funktioniert es halt einfach überhaupt nicht gut, muss man so sagen. Und was auch noch ziemlich unbalanciert ist, ist das Equipment. Es gibt wieder ein Level-System. In der Beta konnte man sich auf Level 5 maximal hochleveln und da bekommt man eben neue Sachen. Das ist absolut imbalanced. Das letzte Gewehr, das man freischaltet, ihr seht es hier auch im Gameplay, ich benutze es nämlich, ich habe mir gar nicht die Mühe gemacht, vorher irgendwas aufzunehmen, bevor ich das Gewehr hatte, ist absolut viel stärker als alles andere, was bisher in der Beta spielbar war. Zumindest was die Blaster angeht. Das Ding hat einfach so eine unglaublich hohe Feuerrate. Ich glaube, der Schaden ist nicht mehr so hoch, aber das Ding verzieht halt kaum und hat so eine unglaublich hohe Feuerrate, dass es sich selbst auf hohe Entfernungen lohnt, damit zu schießen und dass man selbst auf hohe Entfernungen mehr Schaden macht als mit den anderen Blastern. Dann gibt's das Jump Pack. Das schaltet man auch relativ spät frei. Mit dem Ding kann man gerade in Drop Zone einfach mal überall hin jumpen und die Gegner dann von hinten killen, was noch mehr dazu führt, dass Gegner einfach von allen Seiten kommen und man kein richtiges Gefühl dafür bekommt, wo die Fronten sind. Und natürlich den Schutzschild, der aktiviert werden kann und dann ist dieser Soldat, der den Schutzschild benutzt, einfach mal für eine viel zu lange Zeit unverwundbar und ballert erstmal drei andere Leute über den Haufen. Also, man könnte sagen, das eine sticht das andere aus. Das Problem ist nur, wenn man diese Sachen noch gar nicht freigeschaltet hat, dann guckt man in die Röhre. Ich fand das Leveling-System also in der Beta überhaupt nicht gut umgesetzt und ich hoffe, da wird einiges dran geändert, wenn es zur Vollversion kommt. Denn es steht diesem Spiel einfach nicht gut, wieder so ein Leveling zu haben. Es passt einfach irgendwie nicht. Das hat die Beta deutlich gezeigt. Was neben dem Multiplayer noch spielbar war, war der Koop-Modus. Und jetzt haltet euch fest, der Koop-Modus war spielbar in einem Spielmodus auf einer Karte in einer Schwierigkeitsstufe bis Welle 6. Mehr gab es da nicht zu sehen. Kann sein, dass das Ganze in der Vollversion eine ganz lustige Sache ist, die man mal zusammen machen kann. Das kann man, wie gesagt, nur zu zweit spielen, eben nur mit dem Partner. Und das ist vielleicht ganz gut funktioniert, eben auf vielleicht auf Karten vom Multiplayer, das weiß ich jetzt nicht. Die Koop-Karte war auf Tatooine. Tatooine gab es so im Multiplayer vorher nicht. Die war einzigartig für den Koop. Aber eben nur bis Welle 6, obwohl in der Vollversion irgendwie bis zu 15 Wellen oder so versprochen werden. Kann sein, dass das alles in der Vollversion besser klappt. Das, was man in der Beta spielen konnte, war absolut unterfordernd und irgendwie langweilig. Ich habe das einmal innerhalb von 10 Minuten mit einem Kumpel durchgespielt und mehr gibt's dann auch nicht zu sehen. Deswegen haben wir es dabei auch belassen. Und das ist im Prinzip auch ein gutes Fazit für die Star Wars Battlefront Beta. Es gibt bisher noch nicht so viel zu sagen, zumindest von meiner Seite aus, weil es noch nicht so viel zu sehen gab. Gerade den Hoth-Abschnitt haben wir ja schon im Trailer gesehen. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass irgendwas auf Endor spielbar gewesen wäre. Zumal ich mir auch vorstellen kann, dass Endor wesentlich mehr Performance ziehen wird aufgrund der Vegetation, war nun aber leider nicht der Fall. Ich kann auf jeden Fall sagen, so zu Battlefront, es ist immerhin nicht Battlefield, definitiv nicht. Aber irgendwie fehlt etwas. Das Gefühl, dass irgendwas fehlt, ist ja bei einer Beta normal. Natürlich fehlt was, es ist ja eine Beta. Aber irgendwie fühlte sich jetzt im Vergleich, und weil ich es jetzt letztens auch erst gespielt habe, irgendwie fühlte sich Rainbow Six Siege wesentlich besser an. Einfach schon irgendwie vollständiger. Naja, bis auf das Matchmaking, das war wesentlich beschissener als Battlefront, aber ihr versteht, was ich sagen will. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, beziehungsweise so fühlt es sich für mich an, je mehr Leute das gute Equipment freigeschaltet haben, desto nerviger wurde das Spiel. Damals, als die Leute zum Beginn der Beta noch alle auf dem Boden geblieben sind und nicht überall mit dem Jump Pack hingesprungen sind, wie sie wollten, und noch nicht das krasse Gewehr hatten, das die HP wesentlich schneller runtergemacht hat als die anderen Gewehre, war es irgendwie lustiger. Da waren die Gefechte länger, ausdauernder und auch irgendwie krasser. Und jetzt wird man einfach von hinten gekillt, ohne wirklich eine Chance zu haben, sich zu wehren, weil die über dich rübergesprungen sind oder hinter dir gespawnt sind.
ist irgendwie nicht das, was ich mir darunter vorstellte. Vielleicht ist das Spiel nicht ganz so schlecht, wie ich es hier darstelle. Ich finde, ich habe es generell gerade nicht sehr schlecht dargestellt. Es ist, wie gesagt, ja auch noch eine Beta. Und vielleicht sind auch einige Sachen, von denen ich das Gefühl hatte, dass sie so sind, in Wahrheit überhaupt nicht so. Zum Beispiel beim Balancing. Ich muss allerdings zugeben, ich war während meiner Testzeit vom Spiel ziemlich gefrustet. Und ich weiß nicht, wie die Vollversion, die ja nun schon nächsten Monat rauskommen soll, versuchen wird, das alles zu kompensieren. Natürlich weiß ich nicht, in welchem Zustand sich die Vollversion befindet, wie lange dieser Build, den wir hier spielen konnten, quasi zurückliegt. Aber rein auf den Beta-Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe, und mit dem Hintergedanken, dass Star Wars Battlefront wahrscheinlich ähnlich wie Battlefield ein 120-Euro-Spiel sein wird, auf Konsolen noch mehr Geld, rein basierend auf diesem Wissen und auf diesen Erfahrungen würde ich mir Star Wars Battlefront zu Release nicht kaufen. Weil da kann ich einfach andere Multiplayer-Shooter spielen, die ich bereits habe und die sich bisher wesentlich vollkommener anfühlen, sage ich mal. Übrigens, in der Beta 4 fehlte noch eine Ping-Anzeige und ich hatte ziemlich oft laggende Server. Wäre schön, wenn das zu Release auch noch reingebaut werden könnte. Das waren auf jeden Fall meine Eindrücke zu Star Wars Battlefront. Mich würde jetzt brennend interessieren, was ihr vom Spiel haltet und was ihr von von meinen Erfahrungen bzw. von den Sachen, von denen ich meine, dass sie so sind, Balancing-Probleme, Steuerung und so weiter, was ihr davon haltet. Da würde ich gerne Feedback von euch bekommen, damit ich mir da noch ein paar Gedanken zu machen kann. Das war auf jeden Fall mein Eindruck zur Star Wars Battlefront Beta. Vielen Dank, dass ihr euch das angehört habt und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Es ist übrigens wesentlich lustiger, einen Jedi mit dem Jump Pack zu bekämpfen, anstatt die ganze Zeit einen zu spielen. Wollte ich ja nur mal so gesagt haben. Initialized.